Willkommen zurück zu Wer stoppt den Feuerteufel? Wir sind hier auf dem Gelände der Kapelle bei Pfarrer Tizian und der hat dieses merkwürdige Gemälde gemalt mit einem Feuervogel. Er sagt, diese Bilder gehen momentan sehr gut auf den Flohmärkten weg und er verdient damit gutes Geld. Und warum die so gut auf den Flohmärkten gehen, da habe ich ja schon meine Hypothese genannt. So, und jetzt fragen wir mal eine andere Frage. Kennen Sie ein Gebäude, das im Volksmund Spukruine genannt wird? Ich fand es auf einer Motivsuche. Damals war es ein bezauberndes Haus. Leider haben sich die Bewohner, eine vielköpfige Familie oder sehr große WG, verbeten, dass ich es skizziere. Sie ließen es schändlich verkommen. Plötzlich stand es leer. Alles war marode. Kinder entdeckten es für gruselige Abenteuerspiele. In ihrer Fantasie ist es halt ein Spukhaus. Ja, wir wissen alle, welches Haus gemeint ist. Wir durften es bisher aber immer noch nicht besuchen. Ich denke, das wird in Zukunft noch geschehen. Haben Sie vor kurzem einen verwirrten Mann mit struppigem Bart gesehen? Die Spukruine. Und diesen Mann haben wir bisher einmal getroffen. Und zwar früher, als ich dachte. Schon in der ersten Folge war es, glaube ich, oder in der zweiten. Ich weiß gerade gar nicht. Ist ja auch egal. Es gibt in der Gegend eine Menge Landstreicher. Warte mal. Einer wirkte tatsächlich etwas verwirrt. Erst dachte ich, er murmelt beim Beten. Als er an mir vorbeispazierte, stellte ich fest, dass er mit sich selber sprach. Tja, den haben nicht nur wir getroffen. Das kleine Mädchen am Spielplatz hat ihn bereits gesehen. Der Pfarrer offenbar auch. Die Dame vor der Wohnung. Eigentlich alle, die wir bisher getroffen haben. Und ich bin noch gar nicht darauf eingegangen, dass das ja der Mann war, den wir schon auf dem Phantombild gesehen haben. Offenbar derjenige, nach dem die Polizei fahndet. Und genau, haben wir jetzt eigentlich beide Fragen gestellt? Ich glaube ja. Dann gehen wir mal mit Willi zurück. Guten Tag, Pfarrer Tizian. Willi Sauerlich. Gott zum Gruße. Wie geht es, Bertha? Sie steckt voller Energie. Auf mich passt sie auf wie ein Schießhund. Ach ja, genau. Ich hatte, glaube ich, damals auch angenommen, dass der Pfarrer Tizian und die Bertha vielleicht ein Verhältnis haben könnten. Lässt auf jeden Fall Raum für Spekulation. Und ich sehe gerade, er malt das Schloss, das wir durch das Fernglas gesehen haben. Und mit Willi sollten wir auch nochmal gucken. Ach Gottchen, woher haben Sie denn das Teil? Das Teil wurde in den Bergen von Touristen beschädigt und danach ausrangiert. Es landete doch tatsächlich auf unserem Kirchenbasar. Diese Gelegenheit habe ich mir nicht entgehen lassen. Tja, immer diese Touristen sind ja dafür bekannt, dass sie Ferngläser zerstören. Langweilig. Ich finde es gar nicht so langweilig. 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 Na gut. Langweilig. Feli findet ja alles langweilig. Naja, schade. Ich fand das gar nicht so langweilig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wahrscheinlich schon. Naja, aber wir wollen ja nicht unbedingt immer alles auslassen. Ich versuche immer das meiste oder alles zumindest. Ich versuche immer alles anzuklicken und... Warum das viele Feuer? ...mitzunehmen. Inspiration. Seit dem Mittelalter wird von Krähen und Dohlen berichtet, die Scheunen und Häuser in Brand stecken. Deshalb werden sie im Volksmund Feuervögel genannt. Heute noch wird uns Menschen zum Verhängnis, dass etwa glimmende Zigarettenstummel allzu verlockend nach Nestdekoration aussehen. Ach ja. Die Vögel brauchen ihre Beute nur fallen zu lassen, schon haben sie einen Brand verursacht. Richtig, diese Vögel sind ja dafür bekannt, dass sie glitzerndes Zeug mögen und damit gerne ihr Nest schmücken. Und wenn das dann gerne mal auch eine Zigarette ist, dann landet die auch schnell mal im Nest. Wie zum Beispiel bei der Vermieterin. Möglicherweise hat die da ihren Zigarrenstummel irgendwo liegen lassen und die Dohle oder die Elster oder welcher Vogel auch immer hat die mit sich genommen und das in Brand gestellt. Kann ja sein. Vielleicht ist der Vogel der Feuerteufel. Wird es ein Bild für die Kapelle? Gott bewahre, nein. Ich male für den Kirchenbasar. Viele Leute mögen Bilder mit Motiven ihrer Heimat. Okay.
Ja, das haben wir bereits erfahren, dass es nicht für die Kapelle ist. Wissen Sie, dass Bertha hier einen Verbrecher gesehen hat? Wäre auch irgendwie nicht angebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass von manchen als gotteslästerlich gesehen wird. Dass hier irgendein Unhold war, kann ich nicht bezeugen. Ich hoffe, es gibt handfeste Beweise, damit sie nicht einen Unschuldigen bezichtigt. Richtig. So, dann nochmal mit Karl. Ich glaube, Karl guckt ganz gerne durchs Fernglas. Der hat ja selber auch eins. Das haben wir ja in dem Fall Fälscherbande gekauft. Beim Optiker. Hallo? Wie? Entschuldige. Ich bin so in meine Skizze vertieft. Aber Karl... Gott zum Gruße. Ja, Gott zum Gruße. Ja, Gott zum Gruße. Ich glaube, Karls Fernglas ist ein bisschen besser als das. Oder schlechter, weiß ich nicht. Nicht schlecht. Wie weit kann man damit sehen? Solange noch nicht alle Bäume wieder Blätter tragen, bis nach Schloss Hohenblaublüten. Schloss Hohenblaublüten, das ist auch ein Name. Imposant. Ich wüsste nicht mal, wie man von hier dahin kommt. Das ist noch in unserer Stadt. Schade, kein Zug in Sicht. Tja, wer beobachtet hier eigentlich wen? Ja, die Katze beobachtet uns und das durchgezogen durch alle Let's Plays, habe ich behauptet. Ich irre mich wahrscheinlich. Ist das eine Dohle? Gut erkannt. Eine Dohle sah, wie ein Adler ein Lamm davon trug. Die Dohle glaubte, sie sei ebenso stark und nahm sich einen Widder vor. Vergebens. Sie verhedderte sich in der Wolle. Ein Hirte befreite sie und beschnitt ihre Flügel. Was ist das für ein Vogel? Fragten die Kinder des Hirten. Und er sprach, gerade noch hielt er sich für einen Adler. Nun aber sieht er ein, dass er eine elende Dohle ist. So geht eine Fabel von Aesop. Was für eine gruselige Geschichte. Ein Vogel, die Flügel abzuschneiden, das ist ja wirklich martial. Auf jeden Fall keine Kindergeschichte, eine Fabel. Was wollte ich noch sagen? Genau, jeder andere hätte natürlich gesagt, das ist eine Krähe oder ein Rabe. Aber Karl, der weiß ein bisschen mehr Bescheid. Das ist eine Dohle. Haben wir jetzt auch schon kennengelernt, wissen wir jetzt mittlerweile auch. Aber dass Karl das weiß... Wie kommt es, dass Ostern immer anders fällt? Das Osterfest wird am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert. Fällt der Vollmond ausgerechnet auf einen Sonntag, findet das Osterfest eine Woche später statt. Das wurde im Jahre des Herrn 325 so festgelegt, nachdem es wegen des Termins zu einem langen Streit gekommen war. Genau, und jetzt gedenkt man den Ereignissen vor ungefähr 2000 Jahren an einem Tag, der eigentlich wenig damit zu tun hat, aber ist natürlich auch ein guter Kompromiss, bevor sich da totgekloppt wird. Wann denn nun und wieso überhaupt, denke ich, ist das ein ganz guter Weg, damit umzugehen. Ach genau, und dann fehlte noch eine Frage. Haben Sie vom Feuerteufel gehört? Flüchtig. Ich ziehe es aber vor, von einem Brandstifter zu reden. Feuerteufel klingt so, als sei man einer bösen Macht ausgeliefert. Dabei ist das doch sehr irdisch. Brandstifter sind nicht unbedingt Dämonen. Und ich denke auch, dass ein Pfarrer sich hütet, so ein Wort in den Mund zu nehmen, auch wenn er es gerade wiederholt hat. Guten Tag. Gott zum Gruße. Ist das Wetter nicht herrlich? Allerdings, genau das Richtige für einen Frischluftfanatiker wie mich. Das Wetter ist wunderbar und ja, der gute Tim ist ja ein Frischluftfanatiker, nennt er sich selber. Ich hätte ihn auch ein Spring ins Feld genannt, um mal ein altes Wort zu verwenden. Darf ich mal hindurchschauen? Gern. Bei diesem Prachtwetter lohnt sich das auch.
Oder auch ein Naturbursche, ein waschechter Naturbursche. Wenn ich da residieren würde, kämen alle Mädchen zur Brautschau angebettelt. Ja, genau, Tim. Ist richtig. Ach, die Ampel kenne ich. Bei der muss man viel Zeit mitbringen. Ach ja, genau, das ist die, die immer von Rot auf Grün schaltet und andersrum, genau. Kannst vergessen. Ach ja, und manchmal ist sie auch orange. Dann muss man Gas geben. Da bin ich mal mit dem Fahrrad lang gekommen. Genau. Das ist die Schranke, nach der das berühmte Pommesgericht benannt wurde. Mann, die Witze werden nicht besser. Äußerlich nicht gerade das Hexenknusperhäuschen, aber zumindest gibt es einen Besen und eine Katze. Okay, stimmt. Also symbolisch ist das tatsächlich das Haus einer Hexe. Vor ein paar hundert Jahren wäre hier die Bewohnerin wohl verbrannt worden. Ah ja, genau. Hier wird Tim bald residieren und alle Mädchen werden Schlange stehen. Was für eine rosige Zukunft. Ist das ein Raben? Eine Dohle. Eine Dohle und ein Pfau hatten Streit. Jeder meinte, er hätte die besseren Eigenschaften. Der Pfau prahlte mit seinen Federn. Deren Pracht musste die Dohle anerkennen. Aber dann meinte sie, dass der Pfau eines bei aller Schönheit nicht könne: fliegen. Als die Dohle davonflog, blieb der Pfau am Boden und schämte sich. Eine weise Fabel, nicht wahr? Ich finde auch, so ein Vogel steht ja generell als Symbol für die Freiheit, egal welcher Vogel es ist. Natürlich ist dann wichtig, dass der Vogel fliegen kann, weil sonst ist die Freiheit ja wieder eingeschränkt. So ein Pfau wird wahrscheinlich niemals für die Freiheit stehen, aber immer für die Schönheit. Das sind eben die Laster, die sie zu tragen haben. Oder die Vorteile, wie auch immer. Ist Malen ihr Hobby? Man sagt, Ehemänner fangen im Alter an, Golf zu spielen. Da ich zu einer anderen Kategorie gehöre, habe ich mich für die Malerei entschieden. Genau, Ehemann ist er nicht. Er hat sich verschrieben der Kirche und der Religion gegenüber. Und deshalb spielt er kein Golf. Golf und Bier sind etwas für alte Männer. Nee, Wein und Bier. Nein, Wein und Golf. Wein und Bier ist auch gut. Haben Sie beim Gespräch mit Bertha von den Sauerlichs etwas Ungewöhnliches bemerkt? Sie ist kurz aufgeschreckt wegen eines Fremden. Leider spielte sich sein Auftritt hinter meinem Rücken ab. Als ich mich umdrehte, war er schon fort. Verirrte Schäfchen gibt es überall, mein Junge. Gut, wenn sie dann zum Haus des Herrn finden. Ja, und schwarze Schafe gibt es auch überall. Ich glaube, das wurde damit auch angedeutet. Richtig, die Feuerwache gilt es noch zu besuchen und die Polizeiwache, also zwei staatliche Institutionen. Und ich denke, wir haben in dieser Folge noch Zeit für einen Ort. Ich kann mich nicht entscheiden. Dann wählen wir mal die Polizei. Ja, gewiss, weiß ich doch. Einen Moment. Hallo Tim, mach's kurz, wenn du was auf dem Herzen hast. Hier ist mal wieder die Hölle los. Das kann man wohl sagen. Hier ist immer die Hölle los, muss man dazu sagen. Oh, und wir können zum Computer vielleicht ein Spielchen spielen. Ein Phantombildprogramm. Oh, scharfes Teil. Wenn das erst einmal funktioniert. Phantombild erstellen, Knopf drücken und schon hat man Name und Adresse des Verdächtigen. Und hier sieht man den Bärtigen, den wir bereits kennen. Den Mann in der Kutte, den wir bisher noch nicht wieder getroffen haben. Vielleicht passiert das ja noch. Geht in der Stadt wirklich ein Feuerteufel um? Wir müssen jedem Hinweis nachgehen, dabei aber Prioritäten setzen. Gerüchten können wir natürlich gegenüber tatsächlichen Verbrechen keinen Vorrang gewähren. Ja, das verstehen wir gut. Die zweite Frage sollte auf jeden Fall auch gestellt werden, auch wenn Herr Glockner offenbar kaum Zeit für uns hat. Haben Sie die Sendung Ganz schön heikel gesehen? Was meinst du, weshalb hier pausenlos das Telefon klingelt? Naja, weiß ja nicht. Ah, okay, das ist die Zelle. Wie viele da drin wohl schon ihren Rausch ausgeschlafen haben.
Aber das ist doch mit Sicherheit nur eine Übergangszelle. Warum sind dann hier so viele Tage angekreuzt? Das ist ja furchtbar. Und das ist alles, was die Inhaftierten als eine Privatsphäre haben. Bringt nicht wirklich viel, aber immerhin. Der Sage nach, ich weiß nicht, wie das wirklich so ist, aber man kriegt immer das Gefühl vermittelt, dass in Amerika, in diesen Zellen, dass man da wirklich gar nichts hat. Man hat diese blanke Metallschüssel und soll dann da vor allen Leuten sein Geschäft verrichten. Ich glaube, das ist wirklich nicht angenehm. Ja, die Installation der Computerprogramme ist so gut wie abgeschlossen. Hallo Karl, du scheinst das ja regelrecht zu riechen, wenn sich bei uns was Neues tut. Ich muss dich wegen unserer elektronischen Verbrecherkartei allerdings auf ein andermal vertrösten. Verbrecher auf Tastendruck finden? Hört sich fortschrittlich an. Das hört sich vor allem für unseren Computer interessant an. Und da ist der Herr. Da müssen sich die Datenerfasser ganz schön ins Zeug legen, ehe man das Phantombildprogramm mit der Verbrecherkartei koppeln kann. Aber dann? Phantombild erstellen, Knopf drücken und schon hat man Name und Adresse des Verdächtigen. Aber ich finde gut, dass es sehr kinderfreundlich ist und benutzerfreundlich eingerichtet. Das passt doch ganz gut zu einem ernstzunehmenden polizeilichen Phantombildprogramm. Sind Sie in puncto Brandstiftung gerade einem Serientäter auf der Spur? Eigentlich kann davon überhaupt nicht die Rede sein. Aber die Öffentlichkeit macht tüchtig Druck, weil ein Fernsehbericht den Leuten Angst eingejagt hat. Es wäre schön, wenn alle einen kühlen Kopf bewahren könnten, anstatt Gespenster zu sehen. So, ich denke... Ob eines Tages unsichtbare Kraftfelder die klassischen Gitterzellen ablösen werden? Wie in Science-Fiction-Filmen. So, ich fürchte, wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Ist zwar vielleicht nicht der beste Bildschirm, um das Ganze zu pausieren, aber ich kann mir das ja leider nicht immer aussuchen. Ach, kann ich schon, aber ich möchte es auch mal ein bisschen angespannt hier hinterlassen mit der Spinne. Sieht doch nett aus. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.